Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hitman Absolution für den PC. Im letzten Part haben wir Chinatown betreten und müssen drei Zielpersonen ausschalten, die unserem Kontakt ans Leder wollen. Zwei sind schon ausgeschaltet und um die dritte wollen wir uns dann jetzt kümmern. So, mal schauen. Die Polizei ist immer noch wachsam. Na, Mist. Na gut. So, da ist unsere letzte Zielperson. Wollen wir doch mal schauen, ob wir den easy erledigt kriegen, sag ich mal. Ne? So. Dann gucken wir doch mal. Hey, na? So. Okay. Dann einfach mal schauen, ne? Gehen Sie zurück, von wo Sie gekommen sind. Hey, Sie da! Hey! Würden Sie sich nicht von weg? Okay, Klugscheiße. Dachten Sie, Sie können mich reinlegen? Tja, Entschuldigung. Entschuldigung. So. Okay. Erledigt. Bitte, jemand muss mir helfen. Alle Ziele erledigt. So, dann verkleiden wir uns hier mal als Cop. Einfach weil wir es können. Was? Hey, alles gut, oder? So. Na dann, gucken wir doch mal. So, sie sind nur noch misstrauisch, nicht mehr feindlich, das ist gut. Und dann gucken wir doch mal, wie wir hier am schnellsten rauskommen. So, lasst mich hier mal durch. Okay. Ja. Wenn ich natürlich die Waffe dann noch wegstecke, ne? Dann bin ich noch ein bisschen weniger weniger auffällig. Wäre eine Idee. So. Okay, und raus aus Chinatown. Sehr gut. Hätten wir das auch erledigt. Birdie, wo ist er? Du schuldest mir einen Kaffee, Arschloch! Ist mit diesem Cowboy weg. Ganz über Zeitgenosse. Wollten in die Innenstadt, glaube ich. Das ist blöd. Das hat doch nicht mehr da. Zu spät, 47. Ich muss tun, was zu tun ist. Okay, Mr. Wade. Was wollen Sie eigentlich? Das Mädchen finden oder jemanden abknallen? Die Zeit läuft. Na, vielen Dank, Birdie, dass du mich verraten hast, ey. Okay, hey, Chameleon 2, nice. Verringert den Instinktverbrauch von Verschmelzen. Schön.
Das gefällt mir. Chinesisches Neujahr habe ich mal richtig viele Punkte gesammelt. Wow, what the fuck? Ja gut, wir hatten 3 Ziele, die wir killen konnten. Das stimmt wohl. Ja, das sah doch gar nicht mal so schlecht aus. So, ne? Okay. Ja, einige Sachen nicht beendet. Egal. Schwertkampf Teil 1 und Teil 2, aha. Und Teil 3, Mensch. Ja gut, was soll's, weiter geht's. Ich wünschte, ich hätte sie auf den Ausflug begleiten können. Ausflug, okay. Immer noch Part 1, Rosewood. Sie sind es. Da bin ich aber froh. Victoria ist krank. Kaum geht es aufwärts da atmet sie plötzlich nur noch ganz flach und die Ärzte wissen nicht, was ihr fehlt. Ihre Kette. Ach so, die liegt auf der Kommode. Der Verschluss war kaputt. Ich habe ihn repariert. Hat irgendjemand nach ihr gefragt? Nein. Sie sind hier. Ich muss Victoria hier wegholen. Wo ist der sicherste Platz im Haus? Im Keller würde ich sagen. Dann gehen Sie dorthin. Ich komme mit Victoria nach. Ja, natürlich. Oh Gott, möge uns beistehen. Komm. Danke. Okay. Sie sind zurückgekommen, wie Sie es gesagt hatten. Natürlich sind wir das. Ich hatte solche Angst. Hey, Victoria, wenn wir was versprechen, ja, das halten wir auch. Ganz klar. Ganz eindeutig machen wir das. So. Dann wollen wir hier doch mal schauen, ne? Waren das Schüsse? Psst, leise. Ich hab Diana versprochen, auf dich aufzupassen. Okay. Aber wir sehen noch nichts über unseren Instinkt, was jetzt nicht viel heißen muss. Mal gucken, ne? Mal gucken. Was ist das für ein Geräusch? Es muss leise sein. So, und da sind jetzt natürlich Leute. Aber was ist mit dem Klebeband passiert? Also, sobald die da um die Ecke sind. Der Kerl mag's gerne blutig. Das macht ihn an. Vermutlich wurde er deshalb noch nie geschnappt. Er setzt immer noch einen drauf. Wusstest du, dass er 10 Jahre für die kolumbianische Kartelle gearbeitet hat? Ohne Schreien. So. Dann gehen wir jetzt hier einmal rein. Und machen uns auf. In den Keller. Wo ist Ihre Kette? Ihre Kette war gerade nicht da. Was soll das? Ich muss den Strom wieder einschalten. Schwester Mary wartet im Keller. Dort treffen wir uns. Na toll, ey. Okay. Sache
Wir beenden, was wir angefangen haben. Na los, Gabriel. Wir müssen. Ah. Da oben. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hast du ihn gesehen? Ja, ich hab ihn auch verloren. Hat uns reingelegt. Hier ist er nicht. Oh, Scheiße. Na? Kommt schon. Jetzt wird mir das langsam zu unheimlich. Kommt schon, geh weg hier. Sei still. Du verrätst unsere Position. Hey, fick dich. Wir müssen was tun. Okay. So, was ist eigentlich unser Ziel? Birdie hat Victoria vier Sicherungen beschaffen, ja? Leben zu retten. Okay. Zum Teil verstehe ich ihn. Die Sache war nie sein Kampf. Ich werde mich später um ihn kümmern. Im Moment zählt nur das Mädchen. Ich muss zu ihr, bevor Wade sie irgendwo in Sicherheit bringt. Und niemand wird mich daran hindern. Okay. Aber es bringt nichts, wenn du jetzt einen Anfall kriegst. So, okay. Ich habe zwar hier jetzt zwei Leichen, aber das muss mir gerade egal sein. Das muss mir gerade mal egal sein. So. Und dann schleppen wir auch den hier mal hier mit rein, um ihn loszuwerden. Okay. So. Na denn. Moment, hier oben scheint noch eine Sicherung zu sein. Irgendwo. Hier. Okay, da im Nebengebäude, im Nebenraum, hä? Na denn. Wo hier? Hier? Hier, 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 hier. Okay, Nummer 1. Numero uno. Gut. Ja, das dauert schon zu lange. Ich hasse es, wenn die Kinder mit dem Essen. Okay. So, der da bewegt sich scheinbar nicht. Ich brauche eine Pause. Doch, der bewegt sich da weg. Okay. Sehr gut. Und auch nicht in meine Richtung, das ist auch schön. Okay. Dann können wir hier jetzt einfach an ihm vorbei nach unten. So. Okay, und hier sind alle weiteren Sicherungen, wie es aussieht. Nun gut. Was? Ach so. Ah. I see. Da gelte ich dann als versteckt, wenn ich das Zeug lese. Aha. Na, guck mal einer an, ey. Tja, eine versteckte Tür in der Wand. Ja, warum auch nicht, ne? Und natürlich wussten wir, dass die da ist. Weil Baum oder so. Er sagt, er wird nicht mal unsere Schwänze finden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gut, dann haben wir hier die dritte Sicherung.
Eine noch. Eine fehlt noch. Die ist natürlich hier noch ein Stück weit weg. Wenn ich jetzt hier durch die Wand durch könnte, genau vor uns. Kann ich aber nicht. So. Okay, damit haben wir alle Sicherungen. Wo muss ich jetzt hin? Da drüben. Okay, natürlich dahin, wo die ganzen Leute sind, ne? War ja klar. Der Kerl. War ja klar. Ist das der Billardspieler aus Great Balls? Hier lang komme ich nicht. Okay, also hier lang, wie es aussieht. Na, meinetwegen. Meinetwegen. So. Und Spielroboter. Wie niedlich. Okay. Na komm, geh mal da weg. Geh mal bitte da weg. Dankeschön. Hat mich angefickt. Ein erwachsener Mann. Krass, oder? Ja, wenn du mich fragst, hat er den Tod verdient. Du hast ihn ziemlich zugerichtet. Das kannst du laut sagen. Nee, da geht's schon mal nicht durch. Okay. Kein Ding. Dann, ach so. Jo. Hier mal die Sicherung rein. Und Hebel ziehen. Na bitte. Da läuft der Fahrstuhl wieder. Geht doch. Komm schon, was ist los mit dir? Ich mag es, wenn du dich wehrst. Mach schon, wehr dich, Baby, wehr dich! Hey, wait! Ich bin jetzt aber auch mal dran! Na super. Papas Hosenpisser. Oh Mann, du wedelst sicher schon den ganzen Tag mit dem Schwänzchen. Halt mal, Wade! Wow! Oh! Hältst dich für einen harten Kerl? Hm? Harter Kerl! Komm schon, bist du ein harter Kerl? Na komm, bist du ein harter Kerl? Nein, komm schon! Lass mich! Okay, ich zeig's dir! Halt's Maul, Schlampe! Oh. Und ich stieß dich am Hinterteil auf! Okay, alle zusammen, macht Platz für Schlappschwanz Lenny, komm schon! Weißt du was, Wade? Jetzt zieh dich! Oh, oh mein Gott! Ich hab Blut an den Händen, Wade! Da, seht ihr das? Die ist geplatzt wie eine Wassermelone. Lenny! Ha? Ich sag dir was, Lenny. Das machen besser die Erwachsenen weg. Ihr Jungs seht dabei zu. Gute Arbeit, Lenny. Gute Arbeit. Na super. Okay, das Mädchen hacken wir. Was jetzt? Gehen wir. Bleiben hier, bis Wade was anderes sagt. Und keine Drogen. Nein, 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 nein. Mir gefällt das nicht. Draußen könnten die Cops warten. Hast du daran schon gedacht? Wir sollten von hier verschwinden. Jetzt gleich! Da draußen ist niemand. Das wüssten wir. Und zwar schon längst. Also entspann dich, okay? Na komm, geht weg. Beide. Danke. Sehr freundlich. Okay. Dann schauen wir doch mal, ne? So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal auf der richtigen Höhe. Das ist gut. Ich habe Gerüchte gehört, dass... Ach, egal, das kann gar nicht sein. Jedenfalls hat er Wade ganz schön heiß gemacht. So... Hier noch vorbei.
Hey, na? Na, ihr. Hey, wo hast du denn die Klamotten her, Mann? Ey, ihr kennt mich nicht. Ihr seht mich einfach nicht. So. Durch hier. Da sind sie ja. Ich hab sie schon erwartet. Okay, jetzt müssen wir den Arsch nur noch eliminieren, ja? Das soll nicht das Problem sein. Moment. Wo ist er? Da ist er. Und ihr Wichser! Wollt ihr ewig leben? Schick dir das, Dreckskerl! Erstick dran, Arschloch! So. Meine Fresse, ey. Du Arschloch! Wenn du mich verarschst, mach ich dich fertig! Ich hoffe, du verreckst und das schön lange dauert, du blöder Wichser! Du mit der Glatze! Rühr dich nicht vom Fleck, sonst hast du deinem Hirn bald eine Kugel! Ja, glaub mir, Wade, das kommt davon, wenn man sich mit Lenny anlegt. Mach das ja nie wieder! Hope, South Dakota. Sie sind weit weg von der Heimat. Ich hab was abgekriegt. Wie ist denn das passiert? Tja, wie ist denn das passiert? Gute Frage. Eigentlich nicht. Okay, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Ja, das war doch kein wirkliches Problem, sag ich mal. Okay, weiter geht's. Fahren wir echt nach South Dakota, ja? Okay. Warten Sie. Der berüchtigte Birdie. Ich hoffe, Sie haben einen guten Grund, mich hier rauszuschleppen. Hey, ich bin hier, weil ich Ihnen meine Hilfe anbiete. Es geht um diese Entführung. Ich fürchte, Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie sich da anlegen. Ach, Birdie, warum so besorgt? Lassen Sie sich mal ansehen. Kann ich so einem Gesicht trauen? Dom ist tot. Dank diesem Glatzkopf. Und das bedeutet, dass sie jemanden brauchen, der sich auskennt. Und da gibt's keinen besseren als mich.
Habe ich recht? Nein, da irren Sie sich gewaltig, denn ich habe das Mädchen. Ich brauche Sie also gar nicht, oder? Warten Sie. Bleib cool, Mann. Sie müssen mir zuhören. Also, Sie verstehen mich ganz. Wenn Sie den Meistbietenden suchen, dann kann ich den beschaffen. Sowas kann ich gut, Mann. Ach, wirklich. Glauben Sie mir. Ich würde Ihr Telefon nicht abhören, ha? Oh, hey, Scheiße. Hey. Ach ja, ein herrliches Dodi, wer ist, wie war Ihr Name doch noch gleich? Jade. Wer ist Jade? Fick dich! Nein, das war die falsche Antwort. Ich liebe diese Söhne. Hier kann ein Mann wirklich alles werden, vorausgesetzt er hat das Hirn und die Eier dazu. Okay. Auch eine schöne Aussage. Okay, die alte so eine Agency schlaft. Die Agency? Heißt das, es gibt eine Verbindung zwischen der Agency und Victoria? Ja! Was ist denn los? Das sind sehr gefährliche Leute, Mann. Die finden sie, wenn sie sie verarschen. Aber wenn ich ihr Mittelsmann wäre, dann verstehen sie denn nicht. Wenn die bereit waren, sogar einen Killer zu bezahlen, dann ist sie doch bestimmt Millionen wert. Millionen! Ich überleg's. Jetzt verschwinden Sie, Brody. Sie haben mir sehr geholfen. Aber wenn ich Ihre Visage noch mal sehe, dann begrabe ich Sie auf der Stelle. Das verspreche ich. Ich halte mein Wort. Alles gut, Mann. Alles gut. Du denkst so, du kannst mich abservieren, was? Daraus wird nichts, Mann. Ich habe eine Überraschung für dich. Genauer gesagt, ich habe eine Überraschung für alle. Was könnte das für eine Überraschung sein? Gute Frage. Hat er sich den Strichcode hinten am Kopf nicht rausgeschnitten? Hey, wir sind in Part 2. Willkommen in Hope. Okay, dann würde ich an der Stelle aber sagen, soll es das für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Zusehen, ich hoffe ihr hattet Spaß, ich würde mich sehr über Feedback freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.